Ja, schönen guten Tag, Herr Benz. Danke, dass Sie die Zeit haben, ein kleines Interview zu geben. Sie sind seit 1. April Geschäftsführer der EWF, der Energie Waldeck-Frankenberg, und haben sich so aus Süden, aus Baden-Württemberg, über Südhessen nach Nordhessen vorgearbeitet, inzwischen mit Familie angekommen. Also erstmal vielen Dank, Herr Dudek, dass Sie sich auch die Zeit nehmen. Ja, ich bin angekommen, allerdings ohne Familie. Die Familie ist noch zum Großteil in Baden-Württemberg. Also meine Frau kümmert sich noch ein bisschen um die Mama, und die Kinder mit 16, 18 wollen wir auch nicht aus dem Leben herausreißen, aus der Schule. Aber immer schulpflichtige. Genau, zwei schulpflichtige Kinder. Aber immer wenn die Zeit da ist, dann kommen sie gerne mit. Und meine Frau fühlt sich genauso wohl hier in unserem schönen Landkreis wie ich. Also das ist schon mal die Basis für die Zukunft. Aus Ihrer Heimat sind Ihnen Berge ja nicht unbekannt, zumindest Mittelgebirge. Ja, genau, genau. Wohnen wir immer, der Schwarzwald ist ja auch ein großer, dehnbarer Begriff. Ja. Deswegen, wir wohnen in Calw, und da ist dann auch nicht ganz so hoch. Wir haben so 350 Meter Höhenmeter. Deswegen, wenn man dann hier im schönen Land ist, ist doch noch ein bisschen mehr Berge und ein bisschen mehr Schneesicherheit. Ja. Jetzt waren Sie bei namhaften EVUs, Energieversorgungsunternehmen, in verantwortlicher Position, auch in Südhessen. Was reizt einen dann an einem regionalen Energieversorger wie die EWF Verantwortung zu übernehmen? Ja, also es war einfach, die Herausforderung war großartig, es war eine tolle Stellenausschreibung, und das hat mich einfach motiviert zu schauen, ist das was passen könnte. Ja, die Aufgaben sind so vielfältig, von Strom und Gas auf der Vertriebs-, auf der Netzseite, Ausbau erneuerbarer Energien. Auch das hat mich begeistert, dass die EWF dort schon mit der VEW seit vielen Jahren sehr erfolgreich ist, also das Thema Klima- und Energiewende schon aktiv angegangen ist, und dann das breite Portfolio über Glasfaser, über Bäder, über ÖPNV. Und das sind zu mir, muss ich sagen, war einfach eine große Herausforderung für mich, der ich mich dann auch gerne gestellt habe, und deswegen der Schritt aus Frankfurt, aus der Stadt, dann hier in unseren schönen Landkreis. Haben auch eine bessere Luft durch Frankfurt. Ja. Absolut. Und noch viele, viele andere Dinge, die besser sind. Jetzt ist der Kreis Waldeck-Frankenberg flächenmäßig der größte in Hessen, der waldreichste in Hessen, und Ihr Gebiet geht also auch noch ein bisschen darüber hinaus, Richtung Schwalm-Eder und Richtung Kassel. Das sind natürlich dann Strecken, die zu bearbeiten sind, wenn Sie mal einen Termin haben, ne? Ja, genau. Bis jetzt habe ich so gemerkt, dass egal wo ich hinfahre, alles irgendwie so 30 Kilometer entfernt ist, vielleicht einmal 45, das ist dann schon okay. Und dann braucht man trotzdem nur eine Dreiviertelstunde. Wenn Sie in Frankfurt 5 Kilometer fahren wollen, dann können Sie auch eine Stunde im Auto sitzen. Also deswegen, das passt schon. Aber das ist natürlich auch infrastrukturell für einen regionalen Energieversorger eine Herausforderung, ne? Ob Strom oder Gas oder andere Dinge, dieser Flächenkreis? Ja, absolut. Es ist ja klar, dass man viele Kilometer Leitung legen muss, um dann Kunden zu erreichen. Das ist natürlich in einem Ballungsgebiet ein Stück einfacher, aber ich denke, die Herausforderungen hat jeder, der eine in der Fläche, der andere in der Stadt. Deswegen bis jetzt machen wir das alles auch großartig, und das werden wir auch in der Zukunft genauso gestalten. Also natürlich auch im Rahmen des Servicegedanken 24-Stunden-Bereitschaft über den Kreis verteilt mit qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne? Ja, genau. Also da sprechen Sie eigentlich das Wichtigste an, und das habe ich hier sehr positiv wahrgenommen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die, wie Sie sagen, 24/7 für unsere Kundinnen und Kunden, für die Bürgerinnen und Bürger da sind, und das ist großartig, und das ist auch das Pfund, damit sozusagen uns und dann auch den Bürgerinnen und Bürgern gut geht. Ja, die Bereitschaft, die Leidenschaft, jeden Tag dafür zu sorgen, dass mit uns hell ist und dass mit uns warm ist, und das ist, muss ich sagen, ganz, ganz wichtig. Das hat die EWF schon auch vor ihrer Zeit sehr viel Wert auf eine fundierte, qualifizierte Ausbildung im handwerklichen Bereich, im IT-Bereich, im kaufmännischen Bereich gelegt. Das wird unter Ihnen natürlich noch ausgebaut, denn der Bedarf an Fachpersonal, an Qualifizierten ist hoch, auch bei Ihnen. Ja, absolut. Das ist das zweite große Thema, Fachkräftemangel. Wir werden alles tun, dass es bei uns niemals passiert, dass wir Fachkräftemangel haben. Deswegen wollen wir weiterhin ausbilden. Wir bilden in den drei Bereichen aus, die Sie gerade angesprochen haben, hier im Elektrohandwerk, dann in der IT, kaufmännische
und wollen das Ganze noch forcieren, wollen auch noch mehr Richtung Studiengänge dann auch gehen, weil das Thema eigene Ausbildung und dann die Leute auch qualifizieren, auch die bestehenden Kolleginnen und Kollegen sind ganz wichtig, dass man da die passenden Weiterbildungsmöglichkeiten anbietet. Und das machen wir und das wollen wir in den nächsten Jahren noch stärker nach vorne bringen. Ja, Ausbildung ist der eine Punkt, aber ganz wichtig ist auch, die qualifizierten, ausgebildeten Mitarbeiter natürlich zu halten. Ja, genau, das gehört ja dazu. Das ist ganz wichtig, dass wir da weiterhin ein attraktiver Arbeitgeber sind. Auch das gelingt uns ganz gut, muss ich sagen. Das ist natürlich auch schwierig, wird immer schwieriger gegen die anderen großen Unternehmen, gegen die Ballungszentren. Aber bis jetzt muss ich sagen, ja, schaffen wir das noch und müssen weiterhin gucken, dass wir ein attraktiver Arbeitgeber bleiben, damit wir dann auch das passende Personal dauerhaft dann bei uns am Start haben. Ja. Jetzt bietet die EWF, früher hätte man gesagt, ein Gemischtwarenladen. Heute sagt man, man hat verschiedene Standbeine. Also ich sage mal so im Vergleich zu früher, reiner Energieversorger, das Stammhaus in Anführungsstrichen, die VEW, die ja mal ein reiner Stromlieferant war, ist heute integriert in die EWF. Aber die EWF bietet dann eben auch noch mehr an. Das ist der ÖPNV, das ist die Telekommunikation, Gasversorgung ist dazugekommen, Nahwärme, Fernwärme sind große Themen, wobei das auf dem Land natürlich ein schwieriges Thema ist mit Nah- und Fernwärme. Ne? Ja, aber Sie haben es auch gesagt, wir haben ja erstmal eine Gasversorgung, eine Stromversorgung und wir machen auch für den Landkreis die kommunale Wärmeplanung, die wir jetzt in den nächsten 12 bis 15 Monaten erstellen werden, wo wir schauen wollen, welchen Bedarf hat man, welches Potenzial gibt es. Dann hätten wir das Thema der Abwärme, erneuerbare Energien, bringen die beiden Dinge zusammen, machen eine Zielplanung, machen die Wärmewendestrategie und dann werden wir sehen, wo wir dann entsprechend dann auch wirtschaftlich Quartierslösungen anbieten können und deswegen wird dann im ländlichen Bereich wird es eher weniger Fern, mehr Nahwärme sein. Ich glaube, das ist der passende Begriff, aber es geht darum, dass man zukünftig einen Großteil der Energie dann zentral erstellen wird, erzeugen wird und dann auch über Quartiere den Kundinnen und Kunden anbieten kann. Aber das ist gerade Nahwärme aus verschiedenen Quellen, von Wärmetauschern, warmes Abwasser nutzen bis hin zu Biogasanlagen und so weiter. Das ist ein Zukunftsthema, das ist auch ein großes Thema für Energieversorgung. Ja, absolut. Also man kann das ja mal so klar ansprechen. Das Thema der Gasversorgung wird sich ändern. Der Umbau Richtung Wasserstoff wird mit Sicherheit ein Teil sein, aber natürlich auch ein Rückbau, dass man deutlich weniger Gas verbrauchen wird. Wir wollen da mehr in erneuerbare Wärme dann auch investieren und sehen das als großen Wachstumschance. Dann alles, was heute mit Öl oder Holz geheizt wird, wir hätten dann Potenzial, dass wir das dann über passende Lösungen, wie Sie es gerade angesprochen haben, mit dem Thema Abwärme, Biomasse, Biogas entsprechend dann auch versorgen können. Deswegen, da freuen wir uns drauf, da auch einen großen Teil dazu beitragen zu können. Das heißt natürlich für Sie als regionaler Energieversorger, Sie brauchen auch eine gewisse Planungssicherheit. Also wenn sich, ich sag mal, Wärmepumpe ja und dann doch nein und Strompreisbremse und dann doch wieder nicht. Mhm. Jetzt war die EWF ja unter der Strompreisbremse eigentlich unter dieser Marge geblieben. Zumindest für den Endverbraucher, wer den richtigen Tarif gewählt hat. Für die Großkunden sieht das ein bisschen anders aus, aber das war bundesweit so. Das macht das Leben als Geschäftsführer eines EVU nicht einfacher, ne? Ja, genau. Und natürlich auch nicht für die Kolleginnen und Kollegen, die das ja immer jeden Tag dann auch umsetzen dürfen und auch sehr gut machen. Und auch das ist so ein bisschen ein eingeschwungener Zustand. Wir wissen, dass sich Dinge permanent verändern und da sind wir eigentlich ganz gut vorbereitet drauf. Und das große und ganze Ziel, das bleibt ja ganz klar im Fokus, also die Klima- und Energiewende. Und deswegen alles geht in diese Richtung. Und ob man dann irgendwie zwei Schritte vor und wieder einen zurückgeht, das ist geübte Praxis. Aber natürlich wird man uns schon ein bisschen mehr Verlässlichkeit wünschen. Dann könnte man das Geschäft auch ein Stück weit besser planen. Aber wir managen das seit vielen Jahren sehr erfolgreich so. Wie heißt das echte nach der Sprungpräzision? Ja, genau. Rein in die Kartoffel, raus in die Kartoffel heißt es bei uns. Ja, also zwei vorwärts, ein zurück. Genau. Ja, nichtsdestotrotz, wie gesagt, ein Unternehmen ist ja, die Vergangenheit ist Vergangenheit. Da kann man höchstens raus als Profi lernen, was man vielleicht besser machen könnte. Aber die Zukunft ist eben Erfahrung plus Vergangenheit und plus Bauchgefühl, sage ich mal.
Und da ist ja das, was Sie sagen, eine gewisse Verlässlichkeit. Nun hat sich ja gerade im Bereich der Windenergie ja doch was Positives entwickelt, ja, dass man also schneller zum Zuge kommt und keine 15 Jahre Planung und Genehmigung mehr braucht. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, gerade dieser Bereich der regenerativen Energien ist ja bei der Bevölkerung nur nicht groß angesehen. Das heißt, jeder möchte ihn haben, nur nicht vor der Haustür. Ja, das kann so sein, wie Sie das sagen. Ja, wir sind da im engen Austausch dann auch mit den Bürgerinnen und Bürgern. Das hatte ich, glaube ich, schon öfters mal erwähnt. Wichtig ist, dass man da gut kommuniziert, ja, und die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt. Wir können keine Klima-Energiewende an den Leuten vorbeimachen. Wir können es nur gemeinsam machen. Die drei Parameter, die Politik, die Industrie und die Bürgerinnen und Bürger. Und bis jetzt gelingt uns auch das, muss ich sagen, sehr gut. Und den Weg werden wir dann auch gemeinsam weitergehen. Wir hatten die Infrastruktur angesprochen. Zur Infrastruktur bei uns im Kreis gehören inzwischen Glasfaserkabel. Da ist die EWF auch mit dabei mit EWF Connect. Da hat man ja so als Leitungsinhaber von Masten und Leitungen und Luftkabeln ja so einen kleinen Vorteil. Man könnte das Ganze ja, muss das ja nicht zwangsläufig in die Erde verbuddeln, man könnte das ja über die Luftleitung führen. Ne? Also muss ich sagen, ehrlich, habe ich noch nie gehört, aber wenn sowas geht, dann ja. Naja, und ein zweites also, Kabel das daneben legen. Okay. Ja, also generell auch Glasfaser ein wichtiges Thema für die Infrastruktur, für die Bürgerinnen und Bürger. Das ist die Zukunft. Immer mehr Daten, die benötigt werden. Und ja, wir haben da eine Company und natürlich auch dort wollen wir gucken, dass wir das Geschäft entsprechend gut und sicher für unsere Kundinnen und Kunden betreiben können. Aber natürlich auch ein großer Wettbewerbsmarkt, ja, wo man sich dann auch immer mit dem Besten entsprechend messen muss. Ja, wobei der, zumindest glaubt man den Medienberichten der Kollegen, im Moment so ein kleiner, gerade zwischen den kleineren Netzanbietern oder Glasfaseranbietern dann doch zurückgeht, weil der Markt sehr hart geworden ist. Genau, das, was ich auch gesagt habe, der Markt ist hart und best in Glas und da muss man sich dann entsprechend gut positionieren und durchsetzen. Ja. Hat man natürlich als regionaler Energieversorger mit so einem breiten Spektrum auch einen kleinen Vorteil. Ne? Man ist ja schon in den meisten Häusern mit Strom. Ja, das kann sein, aber das Glasfaser muss ja dann trotzdem noch dazu rein und nichtsdestotrotz kann ich da nochmal wiederholen, man muss bei allem, was man tut, muss man gute Prozesse haben, man muss die Kundenbedürfnisse gut kennen und entsprechend gut bedienen und das ist ja das, was man jeden Tag dann auch sicherstellen kann. Wenn wir über Energieverbrauch oder Stromverbrauch reden, ich bin ja nun ein bisschen älter, ein bisschen aus der Zeit gefallen. Ich komme im ländlichen Bereich, da kam der Strom aus einer Richtung. Und wenn der Strom ausgefallen war, was öfters passierte, gerade in den Nachkriegsjahren, so in den 50er, 60er Jahren, weil man ja da oft die alte Kriegsinfrastruktur noch genutzt hat, die marode war zum Teil, da war das nicht weiter tragisch. Gefrierschränke hatte man nicht, Kühlschränke waren oft die Speisekammern, die in den Häusern waren und Fernseher, der wurde abends nur zur Tagesschau angemacht, schwarz-weiße Energiefresser und an der Decke hing so eine 40-Watt-Funzel. Gekocht wurde ja oft mit Holz oder mit der Gasflasche. Das hat sich ja gewaltig geändert. Ne? Also der Energiehunger auch der Privathaushalte, nicht nur der Industrie, ist ja doch sehr gestiegen von 1960 bis heute, wenn man bedenkt, was alles in einem Privathaushalt elektrisch betrieben wird und was eben dann auch ausfällt. Also Telefonie zum Beispiel, heute Standard Voice over IP, ohne Strom geht das nicht. Ja, genau. Sinnig, und das wird bei Glasfaser ja auch so sein, wenn der Glasfaser, der Verteilerkasten ausfällt, dann ist aber auch da Ende Gelände. Ne? Genau. Da kann ich nur Ja sagen und ohne Strom ist vieles nichts, wie Sie es gerade beschrieben haben und dafür sind wir jeden Tag 24/7 da, dass der Strom permanent fließt und das haben wir in der Vergangenheit gut gemacht und das werden wir in der Zukunft auch gut machen. Nun erzeugt die EWF Energie? Aber sie muss auch zukaufen manchmal.
Nicht manchmal, immer. Ja. Immer? Wir erzeugen mit unseren Windparks, haben wir 4 Bestand-Windparks mit 40 MW Leistung, so ca. 120 GWh grünen Strom, den wir dann da erzeugen. Und den restlichen Bedarf kauft man natürlich an der Strombörse zu, bauen weiterhin unsere erneuerbaren Energien aus, wollen in den nächsten 3 Jahren 3 weitere große Windparks in Betrieb nehmen, werden dann unser Portfolio von 40 MW auf über 120 MW ausbauen. Und das ist ja genau den Weg, den wir gehen wollen, gemeinsam für den Landkreis die Klima- und Energiewende dann hier auch sicherzustellen. Jetzt gibt es eins haben Sie unterschlagen, kleines Wasserkraftwerk bei Fritzlar. Ja, wir haben mehrere kleine Wasserkraftwerke, aber die sind in der Tat so klein, wie Sie es gerade beschrieben haben. Aber eigentlich die Energie, die man am schnellsten anfahren kann, theoretisch, weil, also ich sag mal, Schieber auf, Turbine kommt auf Touren und liefert, während Sie ein Kohlekraftwerk, ein AKW, ein Gaskraftwerk, die sind zwar auf Vortemperatur, aber erstmal auf Dampf bringen müssen. Ne? Leider wird Wasserkraft oder Gott sei Dank zu wenig genutzt. Das weiß ich gar nicht, ob das zu wenig genutzt wird. Es wird so viel genutzt, wie man es nutzen kann, im Einklang mit der Natur. Deswegen, da könnte ich nicht sagen, ob es zu wenig oder zu viel ist. Wird es mit Sicherheit nicht genutzt. Aber das, was Sie angesprochen haben, Herr Dudek, ist ja dann das Thema Pumpspeicher, dass dann in dem Moment, wo dann genug erneuerbare Energie da ist, die Pumpen betrieben werden, um das Wasser nach oben zu transportieren. Und dann, wenn dann mal keine erneuerbare Energie da ist, dann das wieder abgelassen wird, um dann im Sekundentakt dann auch sicherzustellen, dass immer Energie da ist. Und das ist ein wichtiges Thema, was Sie ansprechen, das ist das Thema Speicherung, weil der Umbau in die erneuerbare Energien, ja, der geht voran und dann irgendwann müssen wir auch das Thema der Speichertechnologie weiter ausbauen, damit man dann, wenn mal keine erneuerbare Energie da ist, trotzdem die Energieversorgung dann weiterhin gewährleistet ist. Also das ist auch ein ganz wichtiges Thema. Da wird auch schon lange dran geforscht und diskutiert. Genau. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, sein E-Auto als Zwischenspeicher zu nutzen. Gibt viele andere Möglichkeiten, aber so richtig marktreif ist eigentlich noch nichts, ne? Ja, also noch nichts will ich nicht sagen, aber es gibt ja schon Speicher. Also mittlerweile, wenn jemand sich eine PV-Anlage aufs Dach macht, machen über 80% dann auch einen Speicher mit dazu. Und ich glaube, der Weg ist auch da. Klar, kennt nur eine Richtung. Das wird sich alles weiterentwickeln. Die Technologie wird besser werden. Die Kosten werden sich reduzieren. Und das, was Sie mit den Automobilen angesprochen haben, jawohl, die Elektromobilität geht weiter voran. Und dann sollte man diesen Speicher auch so für bidirektionales Laden dann nutzen, dass er dann entsprechend in beide Richtungen die Energie aufnehmen kann und abgeben kann. Aber klar, marktreif ist das noch nicht. Aber das wird die Zukunft sein. Und dann müssen die Maschinen das auch intelligent managen, sodass für den Kunden darf das keinerlei Einschränkung sein. Der Kunde darf von dem Ganzen nichts merken, der Komfort muss weiterhin sehr, sehr hoch sein. Sie haben Umwelt und Natur angesprochen und da hat die EWF natürlich als gerade in einem Kreis mit dem einzigen hessischen Nationalpark, großem Naturpark drumherum, Kellerwald-Edersee, Naturpark Diemelsee, ja doch auch eine gewisse Verantwortung und auch ein gewisses Ziel, Kindern und Jugendlichen nicht nur schonende Nutzung der Ressourcen auf Strom beizubringen, sondern auch fördert hier Projekte, die dem Naturschutz und der Effizienz dienen. Ja. Genau, machen wir eine Kids for Nature wäre so ein Beispiel, was wir auch jedes Jahr immer wieder gerne auch mit unterstützen und das werden wir auch weiterhin tun, also aus der Region, für die Region und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da weiterhin auch attraktiv bleiben für die Region, aber auch umgekehrt von der Region wir für die EWF. Aus der Region für die Region, dann macht die EWF ja auch noch ein bisschen mehr. Sie machen auch Projekte, wo sie kein Geld verdienen, das sind also Schwimmbäder und ÖPNV, die sie mittragen. Aber sie sind, sie sind auch eine feste Bank für viele Vereine im Rahmen von kulturellen Veranstaltungen. Sie fördern kleinere Künstler oder unbekannte Künstler, einfach um die kulturelle Vielfalt hier im Kreis auch weiter auszubauen. Das ist ein Teil der regionalen Verbundenheit, ne? Ja, absolut, genau. Also wir sind kommunal, wir sind regional und das ist uns auch eine wichtige Angelegenheit, dass wir das auch weiterhin unterstützen. Ich möchte noch was zu den Bädern und zu dem ÖPNV sagen. Das ist ja auch eine wichtige Daseinsvorsorge.
Altersvorsorge, was ja auch wieder die Attraktivität des Landkreises unterstützt und dann gleichzeitig wieder uns als EWF zugutekommt, dass wir dann auch weiterhin als Arbeitgeber auch attraktiv sein können. Leute müssen von A nach B kommen und man muss auch ein gutes Freizeitangebot stellen. Deswegen finde ich, ist das gut und richtig, dass man das auch weiterhin genauso unterstützt. Ja. Wenn ich jetzt den erfahrenen EVU-Manager frage, was hat sich in den letzten 20 Jahren, in dem Sie in der Branche tätig waren, so verändert, wo Sie gesagt hätten, hätte ich nicht gedacht, dass das so eintritt? Das ist natürlich eine große Frage. Jetzt könnte ich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass alles so lange dauert. Oh, wir sind in Deutschland, Entschuldigung. Ja, okay, gut. Ich hätte trotzdem gedacht, man kommt vielleicht in manchen Dingen ein bisschen schneller voran. Ja, der Atomausstieg mit Sicherheit auch ein großes Thema, was man dann vor 20 Jahren noch nicht absehen konnte. Aber ich würde sagen, die Dynamik ist natürlich eine ganz andere. Mhm. Früher hat man ein bisschen längere Phasen gehabt, wo die Technologie und die Politik ein bisschen gleichmäßiger war. Heute hat sich die Dynamik hat sich auf jeden Fall verändert. Man hat nicht nur 3 Bälle, sondern meist hat man 8 oder 10 Bälle in der Luft, die man dann bespielen muss. Aber das macht Spaß und wir freuen uns da jeden Tag drauf, diese Herausforderungen dann auch erfolgreich zu meistern. Jetzt aus dieser langen Erfahrung heraus, wir sind ja noch längst nicht, Sie haben Speichertechnologien angesprochen, der technisch Möglichkeiten und die Forschung geht weiter über auch künstliche Intelligenz, die man in vielen Bereichen einsetzen kann, auch im Leitstand, in den Warten und so weiter. Das wird ja dann für die nächsten 5 bis 10 Jahre zum Beispiel auch für den EVU eine spannende Zeit mit vielen Herausforderungen. Ja, auch da wieder die Überschrift Digitalisierung. Auch das ist ein Thema, was wir natürlich weiter vorantreiben wollen dort, wo die Kunden digital mit uns kommunizieren wollen wir das natürlich auch anbieten und auch best in class, also beste Prozesse standardisieren, digitalisieren, automatisieren. Wir wollen Geschäftsmodelle digital anbieten, überall dort, wo sie nachgefragt werden. Und wir gehen auf jeden Fall mit der Zeit. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Fordert natürlich auch ein gutes Prozessmanagement. Ne? Also, ja, absolut. Dass die Prozesse ineinander greifen, dass man keine doppelten, dreifachen Schritte macht und letztendlich die E-Akte im eigenen Haus kursieren lässt und irgendwo kommt am Ende nur noch ein Dings raus. Genau, also beste Prozesse leben ist auch so einer meiner Lieblingssätze, den die Kolleginnen und Kollegen sehr oft von mir hören und genauso wie sie es besprochen haben, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass man gute, sichere, automatisierte und digitalisierte Prozesse hat. Das heißt, Frank Benz, Geschäftsführer der EWF, blickt ja doch hoffnungsvoll in die Zukunft und auch Sie sind noch nicht am Ende Ihrer Kreativität als Geschäftsführer hier und die EWF natürlich noch nicht. Aber das Wachstum der EWF ist begrenzt, ne, durch die Regionalität. Also erstmal blicke ich und alle Kolleginnen und Kollegen sehr positiv in die Zukunft, weil wir in einer spannenden Branche unterwegs sind, wo wir auch unseren Teil dazu beitragen möchten, die Klima- und Energiewende da erfolgreich umzusetzen. Und wir blicken ausschließlich positiv nach vorne. Ich sehe ganz, ganz viel Potenzial, wo wir noch wachsen können. Jetzt haben Sie die Regionalität angesprochen. Ja, aber da müssen wir auch definieren, wo hört die auf. Ich glaube, wichtig ist schon, dass man das Unternehmen, bei dem man einen Vertrag abschließt, dass man die Leute kennt. Das ist das, wovon wir heute leben. Starke Pfund, dass wir da sehr bekannt sind und die Kunden uns kennen, uns vertrauen, dass wir auch morgen noch da sind, nicht wie viele Discount-Anbieter, die dann plötzlich nicht mehr da waren, wo die Preise gestiegen sind. Aber ich wollte nochmal auf das Thema Entwicklung zum Sprechen kommen. Und zwar, ich sehe eine deutliche Entwicklung nochmal bei dem Thema, der Kunde steht im Mittelpunkt und wir finden im Keller bis zum Dach sozusagen statt, vom Heizungstausch über das Thema PV, über das Thema Speicher, Elektromobilität, Energiemanagementsysteme, Energie intelligent für unsere Kundinnen und Kunden managen und das gemeinsam mit dem lokalen Handwerk. Das ist den Weg, den wir gehen wollen, weil überregional ist der Wettbewerb schon da. Da gibt es schon Firmen, die das alle anbieten und wir wollen aber aus der Region, für der Region auch dann der passende Partner für dieses große, spannende Wachstumsthema sein.
kommunale Wärmeplanung, Gebäudeenergiegesetz oder Heizungsgesetz, wie es ja jetzt im Volksmund heißt, ja, das sind alles Themen, wo wir deutliches Potenzial sehen, uns als EWF noch vom Versorger zum Umsorger auch weiterzuentwickeln. Ja. Also mit der Regionalität meine ich, oder hatte ich gemeint, nicht, dass wenn jetzt der Kunde aus dem Rhein-Main sich einen Tarif anguckt und sagt, oh, die EWF ist aber günstig, ich schließe bei denen einen Vertrag ab, dann sagt die EWF, wir finden das interessant, dass du dich für uns interessierst, aber bis dahin liefern wir nicht. Das meine ich mit Regionalität. Ja. Das natürlich, ich sag mal, vielleicht in näherer oder fernerer Zukunft die ein oder andere Kommune der EWF-Familie beitritt, die nicht im Kreis Waldeck-Frankenberg oder im Kasseler Bereich liegt, das sei dahingestellt. Das ist eine Sache zwischen EWF und den Kommunen und wie man das verhandelt. Nein, ich meinte nur, dass nicht, wie gesagt, die Regionalität sich wirklich dann auch beim Angebot der Stromkunden, Gaskunden darauf beschränkt, hier regional zu bleiben und sagen, wir liefern nicht nach Hamburg oder Frankfurt oder so. Ja, das war so gemeint. Genau, aber das ist nach wie vor unser Fokus. Wir wollen sehr auf unseren Landkreis, auf unsere Region fokussieren. Und wenn wir das dann alles gut und richtig gemacht haben und dann den Weg vom Versorger zum Umsorger geschafft haben, dann können wir uns auch um das nächste Thema kümmern. Aber der Fokus liegt ganz klar hier bei unseren Bürgerinnen und Bürgern in unserem Landkreis. Spannendes Interview, Herr Benz, spannende Aussagen. Bedanke mich ganz herzlich. Und bei dem einen oder anderen Termin werden wir uns ja weiterhin über den Weg laufen, denn ich glaube, jetzt die nächste Aktion ist diese MINT-Aktion mit zwei Schulen, die jetzt angekündigt worden ist. Mädchen in Männerberufe ist auch sicherlich ein interessantes, für Sie interessantes Thema. Absolut, ja. Absolut. Ja. Ich sage auch vielen Dank, hat Spaß gemacht, Herr Dudek. Dankeschön. Danke.